dich Leben aus und du wirst Verheißungen über dein Leben sehen. Im 1. Mose 13, 10 und 14 steht: Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene. Überall reich bewässert. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, das ist der Abraham und der Lot, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. Der Abraham hat gedacht, dass er nur noch das übrigbleibende Land überkommt, wo der Lot ja das reich bewässerte hat bekommen. Aber weißt du, Gott sagt zum Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. Lebe nicht im Überlebensmodus. Du bist nicht nur berufen für das Überleben, sondern du lebst, für in deiner Berufung zu leben. Hab Glaube in deinem Alltag und schau dich nach allen Seiten um, so wie der Abraham. Von was träumst du? Gott kann dir das geben. Im 1. Mose 13, 16 steht: Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind, wie der Staub auf der Erde. Stell dir mal vor, Gott sagt zum Abraham: Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass du sie gar nicht zählen kannst. Und ich werde dir recht sagen, glaub nicht nur für dich selber und für deine Berufung, sondern glaub für deine Familie, für deine Stadt, für dein Land, für die Leute um dich herum. Gib das weiter, was Gott in dein Leben hat hineingelegt. Der Abraham hat bekommen, was Gott über sein Leben hat ausgesprochen. Er hat nachgekommen wie Sand am Meer. Stell dir das mal vor. Er hat eine Verheißung von Gott bekommen. Und die ist Wahrheit geworden. Er hat einen Sohn bekommen. Was aber interessant ist, dass er an die Verheißungen glaubt, bevor er einen Sohn bekommen hat. Glaub an Verheißungen, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Und glaub daran, dass die in Erfüllung gehen können. Auch wenn du es vielleicht überhaupt noch nicht siehst. Ich meine, der Abraham, seine Frau war irgendwie Hunderte und er hatte überhaupt keine Ahnung, dass es jemals in Erfüllung gehen kann. Aber er hat daran geglaubt. Glaub daran und es wird passieren.